Guten Morgen. Ja, ich hatte gestern gesagt, ich mache jetzt erstmal, was diese rein mechanischen Angelegenheiten angeht, kaum was. Aber es geht nicht anders. Ich kann nicht anders. Es gibt noch so viele interessante Dinge und auch für den Nicht-Eisenbahner, der gar nichts mit irgendwelchen Prüfungen oder mit irgendwelchen Lernmaterial zu tun hat, denke ich, ist das mal eine interessante Geschichte. Warum hält es ein Eisenbahnwagen oder eine Lok, warum hält es die einfach auf den Schienen? Insofern habe ich hier lediglich etwas Interessantes angebracht. Um mehr geht es hier gar nicht. Wer das natürlich für sich braucht, gerne. Jetzt sieht das Buch ja so aus. Da ist ein Haufen beschrieben, allerlei Dinge sind besprochen, wie man die Eisenbahn aufteilt in Triebwerkfahrzeuge und Wagen und die Triebfahrzeuge wieder in Lokomotiven, kleinen Lokomotiven und so weiter und so fort. Und was das interessant angeht, und das werde ich mir in nächster Zeit angewöhnen, werde ich hier solche Links, und zwar Links innerhalb des Dokumentes, anfertigen. Ich verlinke euch dieses Dokument natürlich im Video, ist klar, und dann geht ihr darauf. Und dann, wenn ihr was Blaues seht, blaue sind im Allgemeinen Links, dann gucken wir mal, was da passiert. Dann geht es zu dieser Seite. Und jetzt ist ja hier noch nichts zu sehen, aber hier ist etwas blau unterstrichen. Ich hoffe, dass es auch am Handy dann zu sehen ist. Wenn ihr lernt, würde ich euch sowieso empfehlen. Nee, empfehle ich euch auch. Macht es lieber mit dem PC, das geht wesentlich besser. Aber egal. Es funktioniert auch hier. Jetzt sehen wir hier das Thema Zusammenspiel von Rad und Schiene und Sinus, Radsatz und Sinuslauf und alles solche Dinge. Und hier sind Sachen besprochen. Ja, da fragt man sich wirklich tatsächlich, wenn die Radsätze starr miteinander gekoppelt sind. Also, das heißt, dieses Rad ist starr über die Achse mit dem Rad gekoppelt. Dann müsste es doch in Kurven ohne Differential Probleme geben. Also hier, wie hier zum Beispiel. Und ja, man könnte sagen, der Spurkranz, also hier, dieses Ding hier, ne, das ist der Spurkranz, der hält ja sowieso irgendwie die Eisenbahn auf der Schiene. Das müsste schon gehen. Aber gucken wir uns noch mal ganz kurz an, was hier passiert. Wir haben eigentlich idealerweise punktförmige Auflageflächen. Warum? Damit wir so wenig wie möglich Rollreibung haben. Das war auch ein Grund, weshalb überhaupt die Eisenbahn als solches eingeführt wurde, damit man mit ganz, ganz, ganz wenig Energie keine schwierigen Sachen, so wie Rollreibung im Sand, kann sich jeder vorstellen, das ist furchtbar, überwinden kann. Aber das ist nicht das Einzige, weshalb der Spurkranz die Eisenbahn praktisch auf der Schiene hält, sondern es gibt da noch mehr Sachen zu beachten. Das ist wirklich tatsächlich interessant und spannend. Und auch, was hat dieses Bild damit zu tun? Wieso Sinuslauf? Sind das so viele Achsen oder was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass eigentlich so ein Radsatz nie genau in der Mitte fährt, sondern sich einstweilen auch mal. Und jetzt wird das spannend, aber das erklärt euch dann der Silberling wesentlich schöner, auch mal an den Rand, also an den Spurkranz fährt. Aber warum sind dann, das ist jetzt eine ganz übertriebene Darstellung, warum sind dann die Laufflächen so kegelig gemacht? Naja, wenn ich mir betrachte, dass hier in diesem Fall ein geringerer Radumfang abgewickelt wird, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wenn es hier ein größerer ist, dass sich dann gerade weil die Achse ja die beiden Räder komplett starr miteinander verbindet, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann unterschiedliche Abrollgeschwindigkeiten gibt zwischen dem und dem. Der wird höchstwahrscheinlich etwas schneller rollen. Oder nicht? Oder doch? Aber da gehen wir jetzt mal und gucken ganz einfach. Und zwar, wenn man diese Links verfolgt, Sinuslauf, beziehungsweise, wo hatte ich es hier, Radsatz und Zusammenspiel, die führen alle zum gleichen Video. Und ich habe die Erlaubnis erhalten. Alles geht ein, erklärt das alles. Dann sparen. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich werde die weiteren Seiten noch durchgehen und jedes Mal entsprechend interessante Dinge mit herausarbeiten. Und nebenbei werde ich mich natürlich um die elektrische Geschichte kümmern, denn die interessiert mich ja wohl am meisten. Das ist so mein Hobby gewesen. Gut, also alle guten Wünsche, bis zum nächsten Mal. Tschüss.